Ich musste mir meinen eigenen Blinddarm entfernen. Mein Name ist Leonid Iwanowitsch Rogosow und das ist meine unglaubliche Geschichte. Ich wurde 1934 in der abgelegenen Ortschaft Dauria in der Oblast Chita geboren, nahe dem östlichen Dreiländereck der Sowjetunion, China und der Mongolei. Mein Vater arbeitete als Kraftfahrer und meine Mutter war Melkerin. Ich war das dritte von vier Kindern. Wir zogen oft um und mein Vater starb 1943 während des Zweiten Weltkriegs. Nachdem ich die Schule abgeschlossen hatte, entschied ich mich für ein Medizinstudium in Leningrad. 1959 beendete ich mein Studium und begann meine Ausbildung zum Chirurgen. Ein Jahr später, im November 1960, nahm ich an der 6. sowjetischen Antarktisexpedition teil. Nach einer 36-tägigen Seereise erreichten wir im Dezember 1960 die Antarktis. Nach 9 Wochen Vorbereitungsarbeit konnten wir am 18. Februar 1961 die neue sowjetische Novolazarevskaja Antarktisstation eröffnen. Am 29. April 1961 begann mein persönlicher Albtraum. Ich wachte mit Übelkeit, Fieber und starken Bauchschmerzen auf. Die Diagnose war eindeutig. Eine akute Appendizitis, eine Entzündung des Wurmfortsatzes am Ende des Blinddarms. Mein Zustand verschlechterte sich rapide und ich war der einzige Arzt der insgesamt 13-köpfigen Expedition. Die nächste sowjetische Station war über 1600 Kilometer entfernt und das Wetter war zu schlecht, um ein Flugzeug zu schicken. Ich hatte keine Wahl. Ich musste mich selbst operieren. Am 1. Mai 1961 um 2 Uhr morgens Ortszeit begann ich die Operation in einem spärlich ausgestatteten Raum unserer Basis. Mit Lokalanästhesie und einem Spiegel, der mir half, die Wunde zu sehen, begann ich den Eingriff. Zwei meiner Kollegen, unerfahren in der Medizin, standen mir bei. Ich führte einen 12 cm langen Schnitt im rechten Unterbauch durch und machte mich daran, den entzündeten Blinddarm zu entfernen. Ich arbeitete meistens nur nach Gefühl, indem ich mich mit meinen Händen in der OP-Wunde tastete. Schließlich gelang es mir, den entzündeten Blinddarm zu entfernen und die Bauchhöhle mit Antibiotika zu behandeln. Nach insgesamt einer Stunde und 45 Minuten war die Operation beendet. 5 Tage später normalisierte sich meine Temperatur und nach 2 Wochen konnte ich meine Arbeit wieder aufnehmen. Im Oktober 1962 kehrten wir von der Antarktis-Expedition nach Leningrad zurück und ich schloss ein Jahr später, im Oktober 1963, meine Ausbildung zum Chirurgen ab. Ich arbeitete noch weitere Jahre als Chirurg, als auch als Assistenzprofessor für klinische Chirurgie an der ersten medizinischen Hochschule, Akademiemitglied IP Pavlo, Leningrad. Im Jahr 2000 verstarb ich im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Operation wegen eines Bronchialkarzinoms, eine bösartige Neubildung entarteter Zellen der Bronchien oder Bronchiolen. Das Bronchialkarzinom ist eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen des Menschen. Im Arktis- und Antarktismuseum in St. Petersburg sind die chirurgischen Instrumente ausgestellt, mit denen ich die Operation an mir durchgeführt hatte.